Da ist ja irgendwie auch gegen nichts gut, oder? Also ich sehe irgendwie nicht, dass ich diesen Scheißlaser gegen irgendein Ziel irgendwie realistisch eingesetzt kriege. Welches Level hat eigentlich mein Stab? 7. Der logische Beschleuniger. Ich sollte den vielleicht mal bei Gelegenheit mal upgraden, fällt mir gerade so auf. Ich habe nicht mittlerweile alles. Da bräuchte ich auch mal eine Scholle, oder nicht? 7 für so einen Scheißstab ist aber auch echt irgendwie so eine. Wie so eine Mitte. Finstergeist von Blackguard Jakob ist eingefallen. Ich ahne irgendwie, dass Blackguard Jakob tatsächlich ein Mensch ist. Nein. Warum fährt denn dieser Fahrstuhl? Was ist denn hier los? Oh. Für mich hätte ich ja nicht mit Blackguard Jakob rumschlagen. Das ist mir nur unangenehm. Kostet mich vor allem nur Zeit. Sterbe ich denn wieder auf halbem Weg? Hm. Gott, wenn man online nicht ausgeschalten hat. So, nee, jetzt probieren wir das hier mal. Toll. Es kostet halt unendlich viel Mana und macht halt überhaupt keinen Damage. Also wirklich. Buckel. Hi. Was will er denn von mir? Junge, lass mich in Ruhe. Jetzt freut er sich jetzt? Ich habe nicht eine Sekunde versucht, gegen ihn zu kämpfen. Das ist ein Arschloch, wirklich. So eine Leute, ne? Sieht, dass ich immer versuche, gegen ihn zu kämpfen, aber rennt mal hinterher. Na gut, habe ich wohl die ganzen 10 Seelen, die ich bei hatte, so verloren? Ja, aber Verlust. Wäre ich wohl nicht über ihn wegkommen, so. Testen wir den. Quatsch. Ich hier direkt mal gefressen, wie ich hab doch hier noch mein. Achso, die, ja gut, der schlägt durch, das ist jetzt. Möchtest du dir hier Ziel anbieten? Ich habe hier noch großes Interesse an Testläufen. Hi. Kann ich mir hier folgen? Nee. Doch. Das ist halt so schlecht! Also es macht halt, selbst wenn es mehrfach hintereinander trifft, macht es halt überhaupt keinen Schaden. Was bringt denn das? Also ist das vielleicht wie gegen große Bosse gut? Meine, hä? Ist ja auch nicht so, dass ich das channeln kann, dass ich da halt irgendwie mein gesamtes Mana drin verballer. Und dann halt unendlichen Schaden mache. Also das ist ja wirklich nur so lange, wie ich es halte. Quatsch, nur einmal. Guck mal, es ist ja nicht so, dass ich das hier halten kann und der macht das dauerhaft. Das ist ja wirklich nur einmal zaubern, denn wirft es halt die da oben, aber das ist jetzt. Guck mal, das hier kostet ein Zehntel von dem Mana und macht halt die Hälfte des Schadens. Hallo. Da gibt's ja echt wenig Grund. Ich vergaß übrigens schon wieder die Freude in Dark Souls 1, 3. Ja, genau. Dass sich jeder misstängern kann. Muss ja schlecht sagen, wie nur. Ja, aber. Der Tower ist ja schon anstrengend genug. Du musst das ja halten. Das ist ja jeder Gegner, der irgendwie versucht, dir auszuweichen. Ist das ja schon schlecht. Also. Mann. Das ist ja so schon kacke. Nee! Wie verfluchte Bücher sind denn auf dem Boden? Das ist halt unnatürlich schlecht, wie schlecht der Mist ist. Da kannst du ja echt keinen anbieten. Also ich werde da nicht. Ich nehme den Scheiß auf jeden Fall nicht mit. Das ist ja. Das ist schon echt. Das ist eine Hausnummer, wie schlecht das Ding ist. Der sehen. Na gut, das war auch ein Zauberspruch, den ich auf offener Fahrbahn gefunden habe. Muss man noch dazu sagen. Ich nehme mal. Das kenne ich ja auch schon. Ey. Das ist. Pharaons Ruf. Ja, ich glaube, ich bleib mal hier bei dem Spaß hier. Finstere Schneide. Na gut, das ist.
Ich weiß gar nicht, ob es noch welche Zauberschule gibt, die ich mit Karl anwenden kann. Ich glaube, ich habe den anderen Mist nicht gemacht, nur mit dem dummen Zauberbuch von... Doch, habe ich. Ich weiß gar nicht, wo ich bei den anderen Quests hier stehe. Habe ich die getötet? Schaden ist eigentlich ganz okay, den das Ding macht. Kubara hat das noch Auto aus dem Gefühl. Up to 8 Viewers. Der Fahrschuss ist echt von der schnellen Sorte. Ist ja immer ein bisschen beeindruckend, dass ich immer zu meiner Scholle komme. Flop. Muss ja nur die Leute davon abhalten, mich zu hauen. Muss ja nicht zwingend ein bisschen töten. Warte mal hier. Oh! Cool! Hätte ich mich auch wieder zu bringen, wieder zu gehen? Naja. Aua! Hallo! Das ist verfluchte Bibliothek, was ich denn ausgedacht habe, das ist wirklich. So, jetzt sind wir wieder hier. Schön. Ist hier noch was? Nö. Gut, wir werden 10 angezeigt, oder Switch Viewer, Anzeige schon wieder, das ist halt. Ja, das war ja ein Autohost, den ich gerade vorgelesen habe, mit den 8 Viewern. Also Fubaret ist Azen von H&G. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch H&G spielt. Ich müsste ja bei Azen mal reingucken, was der überhaupt spielt diese Tage. Ich habe den Tag auch erfahren, dass der Gallonizer jeden Tag streamt fast. Der müsste ja eigentlich auch mal irgendwie so, Bin ich sehr gespannt, wie so Gargoyles auf, mein magisches Schwert reagieren. Nicht mal so übel eigentlich. Geht eigentlich. Geht. Macht 10 mal jetzt durch, oder was? Okay, jeder fängt mal zu 10. Wir ziehen durch. Dann wissen wir ja genau, wie viele Leute da sind. Ist ja ganz leicht zu sehen. Ich würde so schätzen 4. Ich höre auch eine Titanit-Echse. Wird die wohl sein? Ich krieg langsam ein bisschen Hunger. Oh, das ist schlecht. Also das Hungerkrieg ist auch schlecht, aber das ist ja kein Problem. Was irgendwie schlecht ist, dass ich die Vieh nicht treffe. Kommt das wieder? Ich weigere mich hinterher zu springen. Das findet nicht statt, Herr Gargoyle. Sie kommen mir fälligst runter. Hoch, meine ich. Nicht runterzaubern? Nee, natürlich nicht. Na, er wird schon kommen. Ah, Koko. Ah, Koko. Ja, grüß dich, Koko. Ich hoffe, die dir gut. Ich versuche mal den Kristallseelenspeer auf diese komische Echse. Das müsste doch eigentlich Eindruck schinden. Jo, genau. Es hat tatsächlich Schaden gemacht, immerhin. Es hat die sogar gestaggert. Also wenn man die Viecher im Springen trifft, macht man tatsächlich Schaden. Alles gut? Ja. Außer dass mein rechter Arm irgendwie so ein bisschen komisch sich anfühlt. Ich habe heute erfolgreich meine Klimmzugstange installiert. Was mache ich denn da? Ah! Oh, ich werde sterben. Ich muss noch kurz vor diesem Gesöff hier trinken. Ja, weich halt aus! Das kostet mich ja nur ein Viertel meines Mannas! So, wie du weichst jetzt wieder aus. Es geht halt glatt durch das Vieh, aber das bringt halt irgendwie auch nichts. Warum eigentlich? Alter, was ist eigentlich die Logik dahinter? Das Ding geht durch die Gegner. Also, das fliegt der.
Der Seelenspeer. Staggert? Was? Der Seelenspeer geht durch die Gegner durch. Aber wenn sie blocken, dann zählt es trotzdem als Blocken. Wie kannst du denn etwas blocken, was sich glattig schlägt? Ja, ich habe die heute installiert. Das Problem ist bloß. Das hier, das. Lag das hier? Ich habe vorhin ein Foto davon gemacht. Also, ich habe auf jeden Fall eine Schraube abgedreht. Und die andere ist nicht richtig reingedreht, weil ich Angst habe, bei der passiert das gleiche, wenn ich zu fest drehe. Das ist dieser Fehler, ist so ein bisschen Luft. Jetzt habe ich mich da rangehängt, vorhin intensiv. Und es sind quasi nur zwei Schrauben richtig reingeschraubt. Oben links und oben rechts. Auf der linken Seite. Und die halten. Weil theoretisch müsste jede dieser Schrauben 100 Kilo aushalten. Weil ich hab genau die Wand, wo die Fischerschrauben halt irgendwie 100 Kilo sicher leisten. Auf der rechten Seite sind alle vier Schrauben drin, würde ich sagen. Das liegt daran, dass ich die abgedreht habe, ist die, weil ich habe die Löcher ein bisschen schief gebohrt. Also ich habe mich halt verbohrt bei dem einen. Oh Gott. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich jetzt sterben werde. Weil ich Löcher viel schief gebohrt habe, weil ich nicht sehe, wo meine Gegner sind. Hallo. Oh Mann, ey, das ist. Ich schieße die Gamma. Ja, auf jeden Fall hält die Stange aber super. Ich habe mich vorhin rangehangen, habe ein paar Klimmzüge gemacht. So, ein. Ich würde mehr schaffen. Und das hält ja gut, das System. Problem ist bloß, das halt nur mit zwei Löchern festgemacht ist. Der dritte ist halt irgendwie so. Das, naja, so eine gewisse Haltewirkung hat er bestimmt, aber. Halt nicht 100%. Ja, aber hält ja, wie gesagt, ne? Also, keine Ahnung. Das. Ich habe bloß ein bisschen Ärger mit der Schraube, die ich abgedreht habe. Weil ich habe noch so. Ich hab die halt festgedreht und dachte so, naja, jetzt geht's aber ganz schön schwer und dann. Oh, jetzt geht's aber ganz schön leicht. Ja, da war das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen, aber dann habe ich sie immer in der Hand gehabt. Kann die Schraube ja auch nicht nachdrehen, weil jetzt habe ich ja halt einfach wie 4 cm oder 6 cm Stahl in der Wand. Ja. Habe ich mir alles heute gemacht, weil ich hätte ja nur so ein ungenaues Werkzeug nicht. Ich brauchte einen 13er Schlüssel und ich hatte irgendwie. Ein 14er oder irgendwie ein 13,5er, irgendwie so ein Drecksding, was bei irgendeinem Möbel dabei war. Keine Ahnung, wo das herkam, aber. Das macht ja auch überhaupt keinen Schaden. Warum halten diese Wichser so viel aus? Das liegt ja nicht an meiner Magie. Oh. Okay. Warum hat denn der erste Schlag massiv mehr Schaden gemacht als der zweite? Die oberen Schrauben sind die wichtigsten. Wenn das erstmal hält, ist alles gut. Nachgeben könnte. Ja, weiß nicht, das wackelt nicht mehr. Also, ich habe mich ja da reingehangen, habe geguckt. Und das hat halt auf der linken Seite, wo ich mich nur an der linken Seite reingehangen habe, wo ich nur die eine Seite hatte, hatte ich da ein bisschen dran rumgekrackelt und da hat es halt so ein bisschen geknirscht. Und das hat sich jetzt auch komplett erledigt. Ja, jetzt schön, dass du sagst, die oberen Schrauben sind die besten, weil die oben links fehlt. Naja. Ist bestimmt alles unbedenklich. Achso. Ich halt aus. Was? Das war aber nicht die. Hauptsache, der Golem kriegt Fallschaden. So. Naja, oben hält er, wie gesagt, einen Schrauber. Bin mal gespannt, wie die Dänze sich da noch verhält. So, das Schlimmste wäre nicht, wenn es dann komplett aus der Wand rausbricht, dann ist es halt so. Das wäre zwar sehr ärgerlich. Was bin ich hier? Ich wollte ja nicht hin. Warte mal, ich hab da hier noch so einen veritablen Hornissenring. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hornisse. Was? 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 So, wann kann er das? Wann hat er bitte schon Kristallwaffe gezaubert? Hä? Was war denn das gerade? Ich bin doch immer tot, oder was? Hä? Toll. Da hatte ich gerade das Attentat des Jahrhunderts vorbereitet und so was. Selbst wenn nur die Schrauben rauskommen, gibt es Mittel, um das zu reparieren, Zahnschau. Wie? Hä? Aber.
wie soll ich denn mit Zahnschrauben operieren? Das sind massive Machtschrauben. Also was heißt massiv, aber sie sind halt doch relativ dick. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich die wieder in die Wand reinkriegen soll, wenn die einmal raus sind. Vorhin die abgebrochene, das ist, die werde ich schön zuspachteln. Also irgendwann dann mal. Schau, wie ich aus, wenn die Stange abbaue. Und dann wartet, dann bleibt das halt da drin in der Wand. Wird lustig, wenn genau an der Stelle irgendjemand ein Loch bohrt. Obwohl, gut, dann wird er wahrscheinlich voll auf den Dübel stoßen. Weiß nicht, also ja, würde ich ja machen mit dem Schwert. Ich spüre das nicht echt nicht beeindruckend von meinen Schauen. So war ich denn jetzt eigentlich gerade? Bin wie anders abgebogen als letztes Mal. War ja nicht so geplant. Trotzdem weiß ich nicht so richtig, was du mit dem Zahnschauer meinst. Das bedarf Erklärung. Bin ich jetzt im dritten Mal eigentlich schon gestorben? Das regt mir ja ein bisschen auf. Was soll denn das hier? Ich will ja nicht eigentlich so oft sterben. Das ist eigentlich hier, das ist eigentlich ja nicht so der schwere Abschnitt hier. Also weiterhin nicht zu zaubern ist auf jeden Fall besser. Fuck. Das Schwert hat noch ordentlich Munition. Prinzipiell ist die Haltbarkeit des Schwertes ein bisschen wie Muni. Mein Reparaturpulver ist nach. Das heißt, ich habe 20 Magazine und keine Ahnung, wie viel Schuss da drin sind. Nächste Vieh, wo kommt der denn her? Ich dachte, das wäre der. Warum nimmt denn der hier eigentlich wieder weniger Schaden als der Rest? Hä? Ist der anders? Mein Schwert macht auf jeden Fall nicht weniger Schaden, abhängig von der Haltbarkeit. Aber der, beim anderen hat er gerade 650 oder so gemacht. Und jetzt macht es hier nur noch. Hä? Muss ich verstehen? Na gut. Achso, ich bin hier durch links runtergesprungen. Ah, hier bin ich runtergesprungen. Okay, alles klar. Gut, dann versuchen wir das mit dem Hornissenring nochmal. Am besten ohne Instant zu sterben, wie beim letzten Mal. Ja, finde ich ein bisschen Gegner. Nee, das da. Nicht zusprach, den alten Dübel raus, wenn neun einsetzen. Hä, aber die halbe Schraube steckt noch in der Wand. Warte, ich hole gleich die andere Schraube ein, zeigt dir, was das Problem ist. Das geht nicht. Wie soll ich denn die Schraube da rausholen? Hallo! Was ist das denn? Ich kann nichts machen, oder was? Okay, bitte mal die Schraube. Ja. Also, pass auf. Das da ist die Schraube, wie ich sie jetzt aus der Wand habe. Und, naja, solange sie nicht, das ist eine Schraube von... Was ist denn die überhaupt? Und was ist diese Schraube? Ja, ist auch real. Ich glaube, die hört zum den Tisch hier. Aber auf jeden Fall, die Schraube wäre ungefähr so lang. So, das heißt, der Abschnitt hier von da nach da steckt halt komplett in der Wand. Und das ist halt nicht so eine Maschinenschraube, sondern halt so eine ganz normale Betondübel-Dingsbums-Schraube, die man halt in die Wand reinhaut. Das wiederum heißt aber auch, dass das Teil ordentlich eingegraben ist. Also der Teil der Schraube, der noch in der Wand ist, der ist auf jeden Fall noch richtig fest. Ich sehe auch nicht, wie ich den rauskriegen soll, ohne die halbe Wand aufzustemmen. Na ja, gut, halt den Kreis da rum. Aber das ist... Der Dübel ist ja trotzdem immer noch gespreizt. Das sehe ich nicht. Also... Aber doch weiß ich nicht, wie. Ich könnte ja maximal... Das könnte man dann machen. Ich könnte... Der einzige Weg, der mir einfallen würde, der komplett schwachsinnig ist, wäre... Du könntest mit... Ah, wer ist das denn? Reibschweißen? Könntest du irgendwie versuchen, die Schraube auf die vorhandene Schraube raufzuschweißen? Was aber wahrscheinlich auch nicht klappen würde, du müsstest halt eine etwas längere Schraube haben. Also wirst wahrscheinlich, man müsste ein Schnüffelstück haben, was man mit Reibschweißen auf die vorhandene Schraube raufbringt, um dann die Schraube in die andere Richtung rauszuschweißen, sobald das feste ist. Und selbst das, glaube ich nicht... Mann, was ist denn das hier? Hä, warum höre ich jetzt immer... Ach so, wegen dem scheiß Hornissenring. So. Deswegen konnte ich nicht ausweichen, weil ich... Ne, die habe ich schon noch drin, das kannst du wohl nicht rausholen. Das ist nämlich eine scheiß Fahrstücke.
Ja, rausbohren, das Bohrloch ist so oder so verloren, meine Meinung. Also ich habe das Bohrloch jetzt schon abgeschrieben, insofern ist es jetzt einfach so. Es bleibt jetzt so und sobald sich da irgendwie Zeichen der. Wenn sich das echt zeigen sollte, dass der Scheiß irgendwie nicht richtig hält, dann. Die Schrauben kosten 8 Euro. Das ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Also zwei Packungen Schrauben. Nach und abgesehen, dass ich keine Lust habe, ich meine, da waren nochmal 8 Löcher zu bohren, weil das sind halt 10er Löcher. Das macht halt unendlich viel Schmutz, die Scheißdinger, ne? Also ich habe die letzte Mal halt mit Staubsauger drunter gebohrt, aber ich habe halt meinen Kleiderschrank, der nebenan steht, habe ich halt nur abgedeckt. Aber trotzdem halt unendlich viel Staub danach auf dem Boden. Das ist halt. Also richtig geil ist es nicht. So, ne, ja. Guck mal, er nimmt fast 700 Damage. Hallo. Ja, da waren jetzt nur 600, aber. Ich bin auf jeden Fall mächtig viel Schaden. So, jetzt kommt der andere Golem hier. Quatsch, Gargoyle daher. Ich guck mal, ich mach Golem, das ist ein Gargoyle. Wo auch immer der jetzt ist. Ah ja. Der nimmt nur 400 noch was. Ah ne, jetzt hat er. Okay. Boah, treffe ich durch Zufall. Habe ich durch Zufall den Kopf getroffen von dem Vieh. Dreifach hintereinander. Das war wieder ein guter Hit. Schön, ne? Ich hab beim Bohren den Staubsauger dran halten. Ja, hab ich ja gemacht. Das ist halt ja. Das hat trotzdem unendlich viel Dreck gemacht. Weil das Ding ist, ich muss sowieso meine tolle Schlagbohrmaschine, oder nee, Bohrschlaghammer, hat nicht genug Kraft, um die Schrauben überhaupt in die Wand zu kriegen. In. Ja, nice. Das heißt, ich muss sowieso erstmal, ich habe erstmal mit einem 6er Bohrer vorgebaut und dann habe ich mit einem 10er hinterher geballert. Die Wand ist übrigens erstaunlich dick, ist mir aufgefallen. Ich dachte eigentlich, ich bin schon lange in der Küche und da ging es immer noch weiter. Mir sei also, der Scheiß hält auf jeden Fall. Gibt's nicht irgendwie so nach, genau, der Mist hier. Ah, es ist doch ein AOE. Zwar ein ganz kleiner, aber es ist ein AOE. Für den nächsten großen Gegner hätte ich auf jeden Fall nicht mehr in den Schuss. Ob es eine deutlich kürzere Schau mit viel Zahnschauern? Ja, das Ding ist halt, es ist halt kurz in der Bohrloch abgebrochen. Also da ist halt echt nicht mehr viel Raum. Also es ist halt. War das hier der richtige? Ach ja, jetzt sind wir hier. Oh. Die Schraube dreht man bei solchen Fällen per Hand ein, damit man sich das nicht abdreht. Ich habe die Schraube per Hand eingedreht. Das ist ja. Das ist eine 13er Schraube, so eine. Ich hab die per Hand, das sind ja keine Kreuzschrauben oder so. Das sind ja, ich hab die mit einem. Ich hab mir einen Schraubenschlüsselsatz bei Amazon für 9 Euro gekauft und hab die damit eingedreht. Ich hab nicht mal besonders viel Kraft benutzt. Ging halt ein bisschen schwerer, dann auf jeden Fall nicht mehr so schwer. Weil die halt so ein bisschen schräg stand. Wahrscheinlich immer ein bisschen. Das Ding ist, die Schraube war noch nicht mal ansatzweise drinne. Also da hat noch ein bisschen was gefehlt. Insofern war halt eh keine Option, da irgendwie nicht weiter zu drehen. Ich musste ja. Ach, hier war der Shortcut, jetzt erinnere ich mich. Warum kann der nicht so krasse Magie hier? Das geht doch bestimmt wieder in den Stuhl. Ja, natürlich geht das in den Stuhl. Na gut, die zwei Schlag werden noch drücken müssen. Hey, noch ein Splitter. Der letzte Lurch. Blut. Ja, gut. Dann hast du kein Gefühl für? Ja, scheiß, die scheiß Schraube war halt noch nicht in der Wand richtig drinne. Was soll ich denn da machen? War ja keine Option, wenn ich die Schraube halb draußen lasse, dann kann sie auch genau, dann kann sie genauso nicht drin sein. Dann kommt es da hinaus. Das bringt ja auch nichts. Ob ich die Schraube jetzt abdrehe und die Schraube nicht richtig in der Wand ist, macht das kein Ding. Das Ding ist, ich habe das eine Bohrloch falsch gesetzt. Dadurch hat die ganze Konstruktion verkeilt. Es wäre im Nachhinein vielleicht klug gewesen, weil das Bohrloch unten rechts, das vielleicht einfach ein Jahr nicht zu benutzen und dann stattdessen irgendwie die anderen drei zu benutzen. Dann hätte ich zumindest oben zwei gehabt. Da hast du recht, das wäre natürlich im Nachhinein klug gewesen. Dann habe ich bloß nicht gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, ich kann da so rindrehen, dann verkeilt sich das irgendwie und dann ist cool. Aber das ist halt irgendwie nicht passiert. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Oh.
Hallo, hallo, hallo! Ich würde auch gerne mal wieder das machen. Das ist ein. Oh. Dass der Typ auch gleich den Bogen rausholen. Hallo. Das war bestimmt mein Plan, nach vorne zu springen. Oh. Oh Mann! Natürlich! Er springt in die Scheiße rein, ich treffe gar nichts mehr, oder was? Was ist denn das? Hallo! Was ist denn das für ein Unsinn? Er springt in den Spruch rein, den ich zauber, und bei mir kommt einfach nichts an, oder was? Der bestimmt am besten den Magier im Nahkampf. Ach Mann. Oh. Die Waffe im Kampf reparieren klappt so gar nicht. Jetzt. Ich könnte natürlich einfach ganz normal zaubern. Warte mal, das kann ich auch. Guck mal hier. An den anderen Louis, der dahinter steht, treffe ich trotzdem nicht. Ja, aber Enttäuschung. Alter. Scheiße, es kommt da an die Rand. Hüter, der so oft am Waffenwechsel ist, sonst hätte ich das nie geschafft, mein Zeug zu zaubern. Na gut. Gut, zuerst das. Tiering, Obigashi, Goldfarben, Großschild und. Stopp, das Kristallwesen ist ja besser. Gute Nacht, Kurmi. Jetzt schon. Ist echt früh. Nö, nö. Zündet mir noch Sprengstoff. Ja, das möchte ich in meiner Mietwohnung eigentlich nicht machen. Also, eigentlich möchte ich das ja kein Haus machen, aber. Außer, wenn es wirklich abgerissen werden soll, aber dann ist es mir auch real. Prinzipiell fehlt mir ein bisschen. Also, ich glaube, im Nachhinein wäre es auch klug gewesen. Weil ich halt auch so gesehen habe, dass man normalerweise wie. Andererseits werde ich Schrauben nicht so tief nach gewesen. Dass die Leute, also auf den Bildern habe ich teilweise gesehen, dass die Leute halt so eine Holzplatte noch zwischen. Und eher eine Holzplatte in die Wand eingebaut haben, dann die Handelstange in die Holzplatte eingebaut haben. Das ändert ja eigentlich auch nichts an der ganzen Geschichte. Ah, ich weiß nicht. Warum sage ich nicht mal Handelstange? Das ist eine Klimmzugstange. Nehmen wir es sei, die scheiß Klimmzugstange ist jetzt in der Wand und die hält erstmal. Zumindest scheint es so, als würde es halten. Ich habe 78.000 gesehen, die kann ich mal ausgeben für irgendwas. Also aufgrund der Tatsache, dass das Ding erstmal hält, belassen wir es erstmal so, bis ich davon von der Wand abfahre. Ich habe das Ding auch so gebaut, dass ich meine Knie einklappen muss, damit ich überhaupt einen richtigen Klimmzug machen kann. Was schon mal ganz gut ist. Weil das heißt, ich falle nicht so tief, wenn noch was schief geht. Warum kannst du die Sendung nicht nachmachen? Nee, aber wenn es auf Netflix ist, gucke ich es vielleicht. Moment, das lässt sich herausfinden. Achso, selbstverständlich einen beliebigen Streaming-Anbieter, den ich durch Zufall neulich den Zuschlag gegeben habe, den ich bezahle. Also um genau zu sein, eigentlich ist bestimmt YouTube, oder? Ah doch, gibt's hier auf. Hier auf Dingsbums, hier. Staffel 1 und Staffel 2. Folge 1, 42 Minuten. Oh, Freunde. Achso, es sind aber nur 4 Folgen. Na gut, das kriege ich hin. Na gut, das geht. Insgesamt 8 Folgen, 45 Minuten, das schaffe ich. Gibt doch auf YouTube. Nicht notwendig, habe ich doch hier auf meinen Streaming-Anbieter, die ich den Zuschlag gegeben habe. Ich müsste eigentlich mal Zauberei nochmal leveln, ich hätte gerne noch einen Slot mehr. Wie viel Mal Zauberei muss ich jetzt eigentlich leveln, bis ich einen neuen Slot kriege? Warum sprichst du jetzt so? Ich hab 22.000er Seelen. Moment. Ashen One. Works very well. That hey. Bringt das eigentlich noch irgendwas Zauberei zu leveln? Das erhöht die Resistenz in um 1. Und das erhöht mein Verteidigung gegen Blitz. Ernsthaft?
Na gut, mein Mana. Das Mana ist vielleicht gar nicht so schlecht. Nee, ich sagte, wie nur was anderes, als sie die Augen hat. So 38.000 brauche ich noch. Habe ich so viel noch auf Tasche hier? 38.000? Ja, sind nicht aus wie 38.000. Na gut, dann kaufen wir halt nochmal ein bisschen. Bisschen Rap-Pulver ein. Wenn du auf speziell stehst, ist ganz total heilsam. Oha. Holzplatte unter die Chance gehabt, die Befestigung bewegt sich nicht. Ja, Unterlegscham habe ich sogar zwei. Also, das ist. Das Ding ist halt, dass das jetzt. Also, da war halt diese kleine Unterlegscheibe war dabei und ich habe halt im Baumarkt, wo ich schon mal da war, die hier gekauft. Was so ziemlich die größten waren, die ich finden konnte. Nicht so ziemlich, es waren die größten, die ich finden konnte. Dann sieht das Ganze halt so aus von der Konstruktion her. Bei den anderen Schrauben, das glaube ich ist ordentlich. Das sollte halten, oder? Warte mal, ich habe noch einen Knochenschütter gefunden. Den können wir den noch verwenden hier. Zack. Flupp. So, Estus plus 9. Großer Hief. Genau, da wollen wir hin. Ist ja, bis wir aber durch die Basis spielen, ne? Jetzt kommen noch die Brüder, danach ist doch Schluss. Schluss, aus und vorbei. Geht ja eigentlich recht schnell, ne? Also, geht ganz gut voran, muss ich sagen. Also, außer ich mich die ganze Zeit aufrege und nur am Fluchen bin. Vor allem jetzt haben wir den anderen Weg ja nicht genommen, ne? Warte mal, wir gehen mal nochmal hier noch 5 Meter nochmal. Wir gehen nochmal in den anderen Pfad und gehen mal oben über das andere Dings dann noch. Hallo. Ob ich noch schaffe, dass mein Mana-Balken länger als mein Lebenspunkte-Balken wird? Bestimmt. Man darf 2, 3 oder mehr Unterlegscheiben bei einer Schau benutzen. Das hätte ich auch machen können. Ich habe jetzt 2 benutzt. Dass ich mehrere benutzen darf, da habe ich mir schon fast gedacht. Das Ding ist, die Leute setzen mal voraus, dass ich Maschinenbau studiert habe, dass ich da irgendwie voll Ahnung von habe von solchen Sachen, ne? Die Wahrheit ist, das gehört dazu, diesen Sachen, die über mein Grundstudium waren. Und genauso ist das Maschinenelemente, wo so ein Scheiß dran kam, wie so Schraubenlasten, so Spaß. Und ich die Prüfung bestanden habe mit 3.3 oder 3.0 oder so, also nicht so unendlich gut. Ich habe irgendwo auch noch einen richtig dicken Mod da oben. Die Maschinenelemente ist mein bestgeordnetes Fach. Aber ich mich dafür eigentlich nicht die Bohnen interessiert habe, weil ich halt komplett andere Sachen, weil ich mich eher so Produktionsabläufe gekümmert habe. Und um Qualitätsdingensbummen zu schweißen, habe ich noch viel gemacht. Also fügende Techniken. Nö, das Schrauben ist auch eine fügende Technik, aber. Halt überhaupt nicht so ein Scheiß. Also habe ich mich überhaupt nicht mit auseinandergesetzt. Irgendwie mit Schraube oder so. Das ist halt, vor allem ist das so ein Logikding, was man eigentlich schon wissen sollte. Irgendwie ist es mit mir vorbeigegangen. Mein ganzes Verständnis von der Geschichte ist, du brauchst Unterlegscheiben und krackt die Scheiße nicht lose. Passt. Wo mir ein bisschen ein Rätsel ist. Das erhöht halt auch einfach die Auflagefläche. Weil wenn die Schraube direkt so in den Beton reingreift, ist das bestimmt auch nicht so geil. Obwohl die Spannsicherung ja eigentlich dadurch kommt, dass das... Warum hab ich gerade eigentlich schon? Jetzt bin ich wieder hier. Die Spannsicherheit ja eigentlich dadurch kommt, dass der Dübel da reingreift. Nicht dadurch, dass das Ding da... Egal. Ich sag nur Wiener Boning und Bernhard Höke. Bernhard Höcke war nicht bei der AfD. Gaboni war dieser andere Typ. Krieg ich diese Viecher hier irgendwann mal von meinem Fenster weg? Ich habe da noch was gefunden, oder? Moment. Hatte ich nicht irgendeine Art von Magie? Was hatte ich da hier noch aufgetrieben? Was war denn das hier? Nix anscheinend. Gut, dann bereue ich es gerade bitterlich, dass ich diesen scheiß Nebel hier nicht kann. Ja, genau. Find's ja ein bisschen unfair, wenn mich Gegner durch die Wand hauen können. Muss ja sagen, finde ich gar nicht mal so geil hier. Einwaschen. Hallo, also ich würde hier wirklich gerne mal was machen, aber irgendwie. Hab's denn überhaupt noch was? Das ist vielleicht so ein Schraubenbeton, wenn der Dübel bedarf, kannst du da schon mal helfen. Achso, das meinst du. Ja, gut, das ist. Ich habe halt keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Muss ich in meiner großen Schande ja gestehen, ne? Das ist. Weißt du, das funktioniert halt irgendwie. Man macht das halt mit den Unterlegscheiben.
Und das sorgt irgendwie eine Theorie dafür, dass es irgendwie besser wird, aber warum? Also ich kann mir das vorstellen, wenn du halt so eine Federn unter den Dübel hast. Quatsch, unter deiner Unterlegscheibe. Wenn du halt so eine Feder hast, die Schraube konstant unter Spannung hält. Das kann ich mir gerade bei so Maschinenschrauben kann ich mir vorstellen, dass dafür sorgt, wenn du halt so vibrierende Teile hast, da kenne ich das auch. Dass du halt so Schrauben hast, die noch so ein Plastikring rundherum haben, dann die lose krackeln, weil der sich halt zusammendrückt. Gut, das ist eine Sache, aber dann hast du halt noch so, da gibt's noch so eine Scheibe oder so eine Feder, die du drunter hast. Da gibt's ja verschiedene, da gibt's ja irgendwie ich habe zum Beispiel heute erst wieder einen Laptop auseinandergebastelt. Da hast du halt, die Festplatte wird zum Beispiel von so einer normalen Feder halt, einfach weil das vibriert, das ganze Ding, da ist eine Bewegung drin, ist klar. Dann willst du halt über die Vibration entgegenwirken, weil dann würde sich normalerweise die Schraube durch loskrackeln über die Zeit. Das willst du nicht machen. Deswegen hast du da ganz klar, hast du da Zeug drin. Jo, klar. Aber diese Scheibe, die hat ja keine Feder. Wie funktioniert das denn? Hab ich keine Ahnung, ne? Mann, Junge. Lass mich in Ruhe. Ach nee, mein grünes Zeug liegt da raus. Sehr. Werbst du es hier noch irgendwas oder war das einfach nur ein anderer Weg hin? Ich wollte gerade sagen, hinten liegt Blut und dann war das auf einmal. Ne, wir waren einfach ja auch nicht. Gut, das war einfach nur ein alternativer Weg. Okay, gut, dann das haben wir ja. Haben wir jetzt ja nicht so viel verpasst, sag ich mal. Gut, dann, So, gut, der ist ein bisschen. So. Dann hätten wir eigentlich genauso zum Anschlusskart gehen können. Außer ich jetzt noch 5000 Seelen gekriegt habe, für nichts tun. Schön. So, nachdem ich mir mal wieder beeindruckend mein technisches Nichtverständnis von grundlegenden Vorgängen dargestellt habe, können wir dann noch weitermachen. Achso, da siehst du, ich könnte mal die eine Scholle holen. Wenn wir schon mal hier sind. Das ist die einzige Scholle, an die ich mich erinnern kann, wo sie rumliegt. Federn brauchst du nicht, du musst nur Druck und Zug aufnehmen und den Drehmann klein halten. Tja. Das geht halt am besten, wenn du irgendwas hast, was dagegen drückt, oder nicht? Wenn du halt irgendwie so ein gegenläufige Kraft hast, die hat dafür sorgt, dass sich die Schraube halt nicht löst. Ach, was weiß ich. Ich hab doch keine Ahnung von Technik. Für die Ingenieure unter uns. Ahahaha. Das ist das Ding, diese ganze Ingenieursgeschichte endet für mich irgendwie gerade schon wieder so ein bisschen wie damals beim Bund. Ich war ja bei den Jägern. In der Theorie. In der Praxis hatte ich wahrscheinlich die lascheste Jägereinheit ever. In Bückeburg war ich damals. Und ich hatte irgendwann mal eine Respektbekundung, wo ich dann in der Stammeinheit war, gekriegt, weil da bin ich dann noch mit meinen grünen Litzen, weil ich eigentlich, ich wollte, lustigerweise war ich gerade auf dem Weg, die grauen Litzen zu kriegen, die man bei den Heeresfliegern kriegt, wo ich danach war. Und da wurde ich dann von irgendeinem so komischen Typen in Achtung gestellt, weil mir ziemlich auf den Keks ging, weil der Rest von den Laden war eigentlich relativ entspannt. Und der meinte, er lässt mich jetzt einfach gehen, weil ich war bei den Jägern. Ich hab den natürlich dann selbstverständlich einen ordentlichen Befehlszone erklärt, weil ich davor hab. Er meinte, er war ja selber auch bei den Jägern, bevor er hier zu den Heeresfliegern gekommen ist. Er versteht, ich habe eine harte Arbeit gehabt. Aus dem Grund, lässt er mir noch mal durchgehen, dass ich hier, der lief auf der anderen Straßenseite, der war echt weit weg. Ich habe den halt irgendwie mit so Moini grüßt, anstatt die richtig mit hier den ganzen Tripper, Bruder. Und der fand der halt nicht gut. Wie war das hier? ja. Bevor sie Absprung, ja, machen wir mal eben. Hier war das. Hallo, Freunde. Hallo. Ja. Ja, und auf jeden Fall, da bin ich dann damit durchgekommen. Aber eigentlich war ich halt ja nicht bei den Jägern so richtig. Also, immer so pro forma halt. Damit habe ich mich dann durchgeredet. Göttliche Säule des Lichtes. Das ist bestimmt ein Wunder, oder? Nehme ich mal stark an. Ja. Und genauso fühle ich mich mit diesen Ingenieursdings. Das heißt, ich war an den Tag auf einer Messe. Ja, ist ein Wunder. Da ich dann auch irgendwie, kam auch irgendwie das Thema auf, ja, ich bin ja Ingenieur und dann, Ingenieur, ich hab ja Verfahrenstechnik studiert, das ist ja wunderbar, Ich hab mir auch so gedacht, ja genau, wenn ihr wüsstet, wie wenig Ahnung ich von Ingenieurstum hab, Freunde. Also, ich merkte halt immer wieder, in meiner Denkensweise hat das ganze Studium doch ein bisschen was gebracht, aber so richtig wissen müsste ich halt immer alles nachlesen. Ich habe mit meinem Kollegen aber gesprochen, der meint, ach, das ist ein so komischer Futzeltyp hier. Der meint aber auch das Gleiche, das ist mein Kollege, der schon seit 40 Jahren arbeitet, meint auch immer, der muss viel sinnlosen Scheiß. Nein. Der muss auch mal grundlegende Sachen manchmal nachschlagen, sagt er.
Ich glaube, ich lasse die 5000 sehen, das 5000 sehen lassen sein, weil ich eigentlich keine Lust drauf habe. Ja. Fallschein, richtig oder Fallschein? Ich mir denke, ich hätte die Typen einfach totzaubern sollen. Wäre einfacher gewesen, als sie mit diesem komischen Schwert zu schlagen. Was sowieso gegen meine Regeln ist, weil ich eigentlich alle Leute mit Magie umbringen möchte. Naja, gut. Sei es drum. Ja. Darf mal abgesehen. Ich glaube, ich bin ein prächtiger Ingenieur. Ich bin da richtig gut drin. Dieses ganze Ingenieurszeug kann ich voll. Es hilft natürlich, Leute um sich zu haben, die das nicht studiert haben. Die überhaupt keine Ahnung haben von dem Scheiß. Die kann man dann mit einfachen technischen Fakten oder so kleinen Trivia beeindrucken. Ich bin halt echt schlecht daran, mich so in so Sachen, so konkrete Details zu erinnern. Oh, du hast mich in Ruhe, Freunde. Ich werde sowas sterben. Nicht. Oh, das war ein Fehler. Überlebe ich das? Nein, ich überlebe das. Ich wurde das noch nicht gesagt. Sasri! Über dich habe ich gestern gesprochen. Also, nicht wirklich. Das stimmt so gar nicht. Ich habe erwähnt, dass es dich gibt. Weil wir das Thema hatten, beliebter werden auf Twitch und weibliche Zuschauer, weiblich sein. Das ist, könnte ja unfassbar helfen bei solchen Themen. Wo ich dann gesagt habe, naja, nicht wirklich, es sei denn, das ist halt egal, welcher Nische du landest und. Ich kann mich erinnern, dass du da irgendwie mal was in der Richtung gesagt hast. Oder was geschrieben hast, das ist ich. Was? Hello? Wo kommt das Hello-Mod her? Darf ich jetzt raus, um es zu wissen. Das ist ein OMG-Heller. Das ist ein eigenes. Na gut, Dennis. Warte, ich hab jetzt. Geht das? Ja, es geht! So, wie muss sein? Blonk. Hallo, Fahrstuhl. Grüß dich. Jetzt habe ich natürlich keine Seele, weil die jetzt irgendwo anders liegt. Na, jetzt muss ich die doch noch holen. Nein, ich will die nicht holen. Komm ich am besten ran. Eigentlich komme ich da relativ easy ran, wenn ich darüber nachdenke. Wir holen die bei ihm. Yay, ein Titel die Trolle. Rechts, den Fahrstuhl, den muss ich jetzt wieder nach unten fahren lassen, sonst wäre ich nicht glücklich. Ich hasse diese Fahrstuhl echt. Was ist denn mit den Scheißdingern hier? Die sind nicht vernünftig zu triggern, die Teile. Hast du gegen das Twitch jetzt irgendwelche VM-Modes? Echt? Fit hat VM-Modes? Welch Freude. Das freut mich sehr. Ich hatte das heute gehabt, dass ein nerviger Vertreter, den ich neulich schon im Haus hatte auf Arbeit, heute bei mir vorbeikam und meinte, ja, guten Tag, Herr Bonnert, ich bringe hier mal was vorbei. Und ich so, geil, der Typ schon wieder für den Druckerhändler. Wir wollen keinen Drucker kaufen. Aber der Typ verkauft nur Drucker und irgendwelchen anderen Scheiß, den ich jetzt recht nicht haben will. Und auf jeden Fall hat er dann irgendwelche tollen Sachen vorbeigebracht, die mich überhaupt nicht interessiert haben. Und eine WM-Spielkarte, wo ich mir ebenfalls gedacht habe, ja, okay, geil. Aber der nächste Gedanke danach war, wo ich das Ding in der Hand gehabt und den Ding gerade verabschiedet habe, freundlich lächelnd. Moment mal, das ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Die bestimmt irgendjemand, der da voll Interesse an so einem WM-Spielplan hat. Und siehe da, Eingang zum Produktionsleiter, der hat sich gefreut wie Bolle. Er sagt, oh ja, geil, sowas wollte ich gerade ausdrucken. Hervor und hänge ich gleich einen Pausenaum auf. Habe ich wissen, eigentlich glücklich gemacht. Mit meiner Genervtheit. Naja. So, das ist mein einziger Kontakt zum WM. War heute nicht schon irgendwie das erste Spiel gegen Russland oder so? Ich habe keine Ahnung. Oder wie ein Testspiel, was weiß ich. Ich meine, was bringt denn bitte schon die WM-Emotes lang, wenn ich den Streamer das Spiel vorspoilern möchte, wobei ich vermuten würde, dass wer während eines WM-Spiels streamt, total Fußball interessiert ist, bringt das halt irgendwie nichts. Oder einfach nur thematisch, um sich einzustimmen, das scheint mir auch irgendwie sinnfrei. Also das ist, mir fallen halt irgendwie wenig Szenarien ein, wo man unbedingt WM-Emotes braucht. Achso, der Plan war, achso. Warte mal, ich hole jetzt hier auf jeden Fall meinen Seelenspeer erstmal bereit. Ich hätte vielleicht nicht mehr so sprunghaft springen. Aber meine Seelen liegen da oben. Hervorragend. Der kriegt sogar noch besser. Theoretisch kann ich mich raus teleportieren. Nämlich an, dass der komische Typ da unten noch was droppt, wenn man ihn tötet. Also warum sollte er sonst so singulär rumstehen hier? Na, ich kann natürlich von hier unten nicht zaubern. Gut, dann versuchen wir mal was anderes.
das macht viel. Achso. Hä? Warum kann ich gerade nicht zaubern? Ich kann nicht zaubern. Oh nein, es beginnt die Scheiße wieder. Ich kann gerade generell nicht mit normalen Angriffen angreifen. Okay, er droppt übrigens nichts. Toll. Aber dann hätte man hochklettern können, oder? Oder? Ja. Nee. Sind die beide echt? Ja, klasse. Hab nur mein Leuchtmädchen bekommen. Ey, wo hast du denn gelurkt, dass du WM-Emote gekriegt hast? Ist das ein Fess? Könnte ich ja siegen. Warte mal, wenn ich jetzt raus und rein tappe, darf ich den wieder nochmal angreifen? Das hatte ich doch neulich schon, da sag ich doch. Das ist neulich schon, das ist schon anderthalb Jahre her, aber. Okay, mit dem Maus geht. Okay, hier jetzt. Hier ist es. Okay. Es hängt also mit rein und raustappen zusammen. Schatz voraus, ja gut, das haben wir jetzt schon. Hm. Simkopter. Ah ja, Simkopter kenne ich ja, ja. Ja, das ist nicht so, dass Bob den gehostet hat, sondern irgendeiner von den Bobariens hat den gehostet. Ja, wie sagt er, so wie. Ach, hier sind wir jetzt. Da wird man kommen müssen. Ach so. Ah ne, gut, hier wäre ich nicht hingekommen, weil jetzt bin ich wieder hier. muss man ganz ehrlich sagen, so wie WM-Modes ist halt irgendwie. Sehe ich nicht, dass ich die brauche. Also, kann ich mir halt irgendwie nicht vorstellen. Wofür denn? Was habe ich denn mit den Dingern vor? Denn poste ich halt nicht lange. Ach, siehst du, so lange Sachen noch da. Bist du bei der Gamescom? Bei der Gamescom? Auf der Gamescom. Ich glaube, man ist aufmessen. Nicht in oder bei. Na gut, man ist vielleicht auch bei, wenn man irgendwie da einen Stand hat, aber ich. Obwohl. Da ist doch ein Gewerbe, oder? Ich könnte da echt einen Stand haben. Das ist bestimmt mega stressig. So, hier haben wir das. Kann ich jetzt meinen komischen Zauberstab aufbauen? Kann ich tatsächlich? Ich habe auch seinen Zinibocken. Warum habe ich das nicht vorher gemacht? Jetzt brauchen wir. Pretty be careful. Pretty be careful. Na toll, sonst darf ich die nächste Scholle suchen. So. Rachenfüllerrüstung ist tatsächlich der nächstbeste. So, also bin ich ja mal gespannt, wie anfällig der Prinz gegen Magie ist. Aufgrund der Tatsache, dass er selber mit Heilig zaubert, würde ich vermuten, entweder total oder gar nicht. Ach ja, hier. Nee, da. So nah ist das ja eigentlich dran, ne? Also anderes? Ne, anderes aber weiter weg. Warum stellen diese Statuen hier nicht die Schlangen da? Das ist die Schlangen, hätte mir noch nie aufgefallen. Dass das die Primordial Serpents sind, worüber die auch hin sind. Ich habe doch, dass wir verstehen, die Chips und Bierbox eingesetzt haben im Supermarkt. Das ist ein großes Problem. Ich mache mir eher so um die Zukunft des Landes Sorgen. Das Land! Denk doch mal an das Land! Nee, weil man, immer wenn WM ist, wird halt irgendwie, werden irgendwelche Sätze durchgedrückt, die halt irgendwie uncool sind. Jedes Jahr aufs Neue, weil irgendwie die Tumpenmassen halt nichts merken. Also, mal davon abgesehen, dass die Tumpenmassen auch so nichts merken, aber bei der WM werden dann immer die richtig dreisten Sachen durchgestellt, was wahrscheinlich auch genauso gut auch immer jeden anderen Tag gehen würde. Aber zur WM trauen sich dann halt richtig. Das ist halt jedes Mal wirklich, das kannst du nachgucken. Alle vier Jahre in irgendein Bullshit-Gesetz kommt immer zur WM. So, jetzt erstmal Dialog hier mit Olle Prinze. Da reicht doch bestimmt mein Mann nicht für, oder? Für den Fight. Oh dear. Another dogged contender. Dogged. Welcome, unkindled one. Purloiner of cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of Lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Ich würde gerne, aber... Grüß dich. Oh.
Sollte mir, glaube ich, mein Mana aufheben und das lieber mit dem Schwert machen. Halt, ich wollte eigentlich gerade ausweichen. Moment. This spot. What? Marks our grave. But you may rest here too, if you like. Ja, danke fürs Angebot. Ich versuch's nochmal. Das mit den Liegenbleiben, das können wir anders machen. Dark Souls ist ja ein Spiel, das ist ja, das kann man durchaus dafür kritisieren, dass es so wenig Entscheidung hat, ne? Man hat ja immer so wenig Wahlen, zum Beispiel. Der sagt hier, der möchte diese ganze Feuer-Linken-Geschichte nicht weitermachen. Da sage ich, ja, bin ich dafür. Das ist eine total dumme Idee, sollte man nicht mehr machen. Stimmt. Aber ich darf halt nicht sagen, ja, nee, du hast recht. Sondern nee, stattdessen muss ich einfach gegen den Typen kämpfen. Hab ja keine Entscheidung. Voll unfair. Was immer so genauso wie. Na gut, das ist das Politikthema. Wenn wir das jetzt anfangen, dann werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr fertig, oder? Ist ja. Flammen. Nein! Habe ich euch eigentlich mal die Jasmamba gezeigt? Also euch als große Gruppe? Das ist ein total geiles Tier. Obwohl ich glaube nicht, dass es echt ist, aber. Scheiße, die Kelong mit dem Skateboard sind wieder da. Ach du Elend. Wie für die Jasmamba, bestes Tier überhaupt. Ja, ihr wisst jetzt gleich. Was hab ich denn hier gemacht? Ich hab letzte Woche beim Klettern mir die Hand ein bisschen aufgerieben bis zur zweiten Hautschicht. Und Alter, dieser Fahrstuhl, der macht mich fertig. Und wie ist jetzt hier so ein bisschen, ich will nicht sagen vernarbt, aber es hat irgendwie so Hornhauen und irgendwie so zugewachsen. Ganz komisch. Oh. Da kennt ihr die erstmal mal. Weltklasse Tier auf jeden Fall. Ja. Ja. Hätte ich jetzt auch gleich abgemacht. Das sind wir die erstmal mal. Weltklasse Tier. Hallo Horn. Das Horn wartet doch mal mit den lustigen Links hinter der Ecke. Weißt du, die ganze Zeit denken sie, ja, jetzt gleich sagt er aber, wo ich einen Link schicken kann. Also, da kann ich hier noch. Die Jasmamba, ja, die Jasmamba jetzt. So. Wir machen das mal mit dem Schwert. Das zählt ja technisch gesehen als Magie. Zwar braucht es auch keinen Mana, aber. Es ist zwar Weaponart, aber. Ach, nee, komm. Wo ist denn Lorian? Da ist wirklich Lorian. Ich hab grad den Namen Bitte weniger teleportieren. Aua. War ich in der Seite drin oder war es ein Kopf? Ach, das ist ein Zweischlag-Kombo. Oh. This spot marks our grave. But you may rest here too, if you like. Warte mal, ich glaube, ich muss das anders angehen. Das Ding kann ich doch bestimmt mit Dings nerven, mit Seelenmasse-Zeug. Oder nicht? Weil da ist ja quasi. Kann das ja. Das ist ja nur gefährlich, wenn man ihn ranrennt. Also ich habe ja immer so. Warte mal, ach ja, so ein Slot frei, weil hier sind. Scheiße, ich will ihn nochmal. Warte mal, ja, versuchen wir das hier. Mal sehen, was auf dem Meer Schaden macht. Da brauche ich zwar wieder Mana, aber das ist ja nicht so schlimm. Habe ich den Fahrstuhl wieder runterfahren lassen? Ich jetzt wieder in den Keller fahre. Habe ich nicht, oder? Das ist schon wieder vergessen. Das ist echt schlimm mit diesen. Den Fahrstuhl nicht wieder zurückzufahren lassen, das ist so, als würdest du in der WG wohnen und kaufst kein Klopapier ein. Dann sitzt du auf dem Klo und denkst du so, jetzt, pass auf. Und. Oh. Der Fahrstuhl ist auch der schlimmste deswegen. Weil der kann ja auch nach unten fahren. Also merkst halt erst, wenn er nach unten fährt, dass der falsche ist. Habe ich nicht eine Rüstung? Ist das überhaupt geeignet? Ja, bestimmt. Naja, jetzt geht's. So, grüßt euch, Freunde. Oh, ich hole schnell Schritte. Hält das Zeug. Warum heißt der Scheiß eigentlich verbunden? Hält das, wenn ich durch die Nebelwand gehe? Ja, gucken wir mal. Nee.
this spot marks our grave. But you may rest here too, if you like. Also dunkel war jetzt nicht so der Wahnsinn an Schaden. Ich habe nicht gedacht, dass ein Lorien jetzt mir die großartigen Probleme bereitet. Von allen Gegnern. Das war einfach saumäßig lästig, wenn man so weit rennen muss hier. Wann kommen endlich Leuchtfeuer am Boss? Non-Stop-Fight, das ging fix, ja. Wie war der? Ich habe mal dich gesehen, oder war stand da schon hinter mir? Gut, ich habe auch Zeit damit verschwendet, am Anfang am Eingang direkt was zu zaubern, statt irgendwie mal eine Ausweichbewegung zu machen. Das könnte sich unter Umständen als Fehler herausstellen. Gab es hier irgendwie noch eine Tour? Ich will gerade zum dritten Mal durchlaufen. Ja, genau, hier ist nicht nur Loot. Kannst du übersehen. Diese Nietschuppe, naja, die ist jetzt, direkt rein. Naja, der stand nicht direkt am Glück, der steht genau vor dem vor dem Ding von seinem Bruder. Aber er steht halt, er teleportiert sich halt ran. Oh ja, ein Rettierstone-Ring. Das ist auf jeden Fall das, was ich jetzt brauche. Ich finde es immer noch schade, dass man den so spät erst findet. Das verlangsamt nur unnötig irgendwelche Speedruns. Heute im ersten Teil liegt er technisch gesehen auch relativ weit hinten. Obwohl nicht so weit hinten, das ist ja quasi fast vom letzten Boss hier, das Ding. Vorletzten Boss. Im ersten Teil muss man. Obwohl man könnte den auch. Ja, gut, man müsste die Tänzerin besiegen können. Das ist. Daran hängt so ein bisschen. Also, jetzt würde man sonst hier sehr schnell hinkommen, den Abschnitt. Wenn man denn die Tänzerin tot kriegt. Na, das ist aber, glaube ich, mit Level 1 nicht so leicht. Bin wir nicht Speed. Ach, bin sogar so schnell tot, dass neben der Tür das ist meine Seelen wechseln. Das ist ja schön. Guck, der steht da vorne. Hallo. Hallo! But you may rest here too, ja, das macht ganz in Ordnung. Ja, der Schaden war ganz in Ordnung eigentlich von der Zielflugseelenmasse. Ich glaube, ich muss erstmal in den Raum kommen, um was sauern zu können. Das ist halt. Das geht so nicht so gut. Was habe ich noch so auf Tasche? Das sollte reichen. 100% Reparate? Naja, ich bin auch gerade nicht so unendlich gut ausgewichen. Wir reisen mal eben zum Feuerbändle-Schrein. Ach ja. Dude, was fick ich denn? Wie soll das denn gehen? Naja, das ist so wie die letzten 20 Male auch gehen. Sind wir schon noch tot im Burschen, aber halt gerade jetzt nicht. Ich bin gerade so ein bisschen müde, muss ich sagen. Ich überlege gerade, ob ich mir irgendwie was zu essen mache und dann die letzten, wie noch ein Stündchen irgendwie einen dummen Shooter spiele. Wahrscheinlich auch und geht dann wahrscheinlich. Das. Ich glaube, 15.000. Ich glaube, ich bin gerade nicht in der Lage, also das bei 2 Stunden Dark Souls zu spielen, ist ja auch mal so eine Sache für sich, sonst aber reinlernen. Das kostet 18.000 Euro. Komm gerne. Ja, ja. Das ist wie viel? So, das andere Ding ist aber nicht 100, oder? 1000. Ne, 400. Was ist das hier? 10, wa? Na komm, ploppen wir einfach bitte. Was soll benutzen? Beide. Zack. So. Grüß dich. Oh. Come again. Ja, ja. Gewiss. Bald. Demnächst. Ach ja. 5-mal? Ich kann nicht erfüllen, mich mit dem Spiel, das ist schwierig für mich. So, Zielflugseelenmasse hat auf jeden Fall okayen Schaden gemacht. Und braucht das jetzt 2 Slots? Nö. Versuchen wir es mal mit Kristall. Mal sehen, wie dort läuft. So, ich habe auch nicht einen schwarzen Token am Rechner. Blind. Vielleicht bin ich auch einfach unterfüttert. Ich habe irgendwie. Ja, ich mach mal gleich mal was zu essen. Falsche Richtung. Ah doch, ich glaube ich versuche es jetzt noch 2-3 Mal mit der Olle Prinzen hier. Vielleicht schaffe ich es ja und vielleicht nicht. Und danach baller ich dann die letzte Stunde noch wieder so rum. Wenn irgendwas. Am besten nicht Rainbow, das ist mir so anstrengend. Ja doch, ich spiele auf jeden Fall Handgeh, das ist eine gute Idee. Das ist eine Stunde sollte ich das gerade so von der Laune noch aushalten, bevor ich ausraste. Könnt ihr euch mal Musik wünschen, wenn ihr Bock habt? Wenn ich wünsche ich mir was. Ich habe heute beim Spotify hören wir ein bisschen was gefunden, aber es wird wahrscheinlich gut. Jetzt habe ich das erledigt. Ich würde vielleicht mal erstmal ein Schwert in die Hand nehmen. So für den Anfang des Falls. Die
Wie ist denn so aussehen, als würde ich das. Nein! Ach man! Dieser Fahrstuhl bringt mich echt zu Weißglut. Das ist irgendwie. Ist diese Platte ist irgendwie kleiner als die anderen. Wir müssen momentan so ein Sommerloch, was Musik angeht. Das. Ich verweigere mich ja so Streaming-Diensten für Musik, weil ich gerne das Zeug immer auf Platte habe, bis nur aufs Handy. Und damit ich auch mal, wenn ich irgendwo offline bin, meine Musik habe. Aber halt auf Arbeit, wenn ich am Rechner sitze, dann ist halt irgendwie. Ja, und YouTube kann ich halt nicht machen. Was ich ja sonst mal ganz gerne mal einfach YouTube auf Auto-Dings laufen lassen. Weil das würde halt Firmeninternet ein wenig leider sehr in Mitleidenschaft ziehen. Spotify ist okay, habe ich schon geguckt, das ist die Auslassung, das ist nicht so gewaltig, aber. Und da gibt es ja auch so ein Deckendings. Ja, null Seelen. Etwas drüben. Junge! Krass mit Lorian. Und der Zauber? Ich rechne mit ihm mit der Feuerwelle. Ja, ich glaube, da fahre ich besser, wenn ich das hier mache, oder? Oh Mann, ey. Hey, wisst ihr, wie viel Mana das kostet, Bursche? Junge! Oh, das ist so nervig, dass jeder scheiß fucking Gegner sich einfach wegteleportiert. Sich einfach wegteleportiert, wie gerade indem man den du zaubern willst. Wohl, wenn dein magisches Schwert so wenig Reichweite hat. Ich komme bei Lorian hier gerade nicht so richtig zum Zug. Das ist halt eine Doppelattacke, das ist richtig total. Genau. This spot marks our grave, but you may rest here too, if you like. Also Zaubern funktioniert überhaupt nicht. Also normale Magie. Das mit dem Schwert, das mit dem Mondlichtschwert das zuschlagen, das geht so leidlich. Obwohl ich ein bisschen Angst habe, was passiert in dem Moment, in dem mein Mondlichtschwert auch alle ist. Tatsächlich. Ich höre mal, kommt Musik aus oder so. Leo? Leo Muraccielli hat doch ja nicht so viel Musik, oder? Ich bin ja mal relativ bunt, was meinen Musikgeschmack angeht. Ist auch sehr interessant, weil das ist. Es gibt halt irgendwie nicht so die Band, wo ich sagen muss, das ist genau meine Musik, sondern es ist immer irgendwie so. Also jetzt in letzter Zeit habe ich relativ viel Sabine Sally gehört wieder. Und da, das Album von 2014, was ich gerade höre, von dem ich nicht so richtig mitgekriegt habe, dass es überhaupt gibt, das hat halt auch nicht so 100%ig gute Lieder bei und ich finde eigentlich nur ein paar gut. Das ist bei vielen Bands. Und ich hab ja jetzt den tollen Fehler gemacht und habe mir aufs Handy relativ viel Iron Maiden gelegt. Und in Extremo, mir fällt auf, dass mir sehr viele Songs in Extremo und Iron Maiden eigentlich nicht gefallen. Aber dann sind die halt in meiner Playlist, dann muss ich die mal weiterskippen. Obwohl Iron Maiden geht eigentlich, die sind halt bloß alle wie das gleiche, die sind nur so ein bisschen langweilig. Das geht auch noch. Aber das von den Extremo, die haben so viel Mittelaltermarkt, Musikal, Instrumental bei und das ist halt richtig nervig. Ich möchte, wenn ich zur Arbeit. Mann, Junge! Ich möchte halt, wenn ich zur Arbeit fahre, nicht Mittelaltermarkt Musik hören. Also ein sicherer. Also ich kann sicher auf jeden Fall zuschlagen, wenn er seine Feuerwelle macht. Dauert doch gerade. Also immer wenn ich denke, dass das, wenn er hier so rumschleicht, dass ich jetzt mal einen sicheren Hit landen kann. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall.
kann ich irgendwie dazu. Oh, ich hasse Lorian. Das hört ja vor allen Dingen nicht auf. Nur weil ich ihn jetzt mal kurz einmal umgehauen habe. Static X? Ach, das ist das, was ich auf meiner Wunschliste hier oder rumliegen hatte. Easy, ne? Das war ja leider nur der einfache Teil des Fights. Oh, dear brother. I'm on my way. Brother, unyielding sword of Lothric's prince. Die haben auch lange Arme. Rise if you would. For that is our curse. Mit dieser Zweckoptimismus. Mir wäre es übrigens lieber gewesen, wenn er sich dafür entschieden hätte, einfach liegen zu bleiben. So einen kleinen schwachlichen Jungen kriege ich eventuell noch kaputt geschlagen, aber. Mh. Ist auch wie hohl, oder? Ich würde gerne einen Estus trinken. Marks our grave, but you may rest here too. Passes! If you like. Gegner, die sich hinter einen teleportieren. Okay, ich versuch's doch einmal und danach hau ich mir das Mittag in die Mikrowelle und zocke dabei. Wahrscheinlich werde ich mich dazu muten, nehme ich mal an. Das ist halt zum Kotzen. Das ist wirklich arg dumm, finde ich. Das ist halt. Oh, hinter dir teleportiert. Vor allem, wenn du halt nicht Nahkämpfer spielst, wenn du halt irgendwie tatsächlich mal auf Distanz bleiben willst. Also ein großer Vorteil, dass du halt irgendwie Distanz zum Gegner hast, ist halt einfach nicht gegeben. Gut, jetzt habe ich jetzt so ein unauffälliges Großschwert in der Hand. Aber das hat total, ist so toll die Distanzwaffe. Und. Na, okay. Ist halt so ein bisschen nervig. Bisschen untertexturiert das Schild, ne? Die Rüstung ist okay, aber das Schild sieht so ein bisschen mäh aus. Wenn ich mich dazu hinreißen lassen würde, ein Solaire-Cosplay zu machen, würde ich trotzdem das Grass-Quest-Shield nehmen als Schild, was man bei hat. Weil. Ach, scheiße, das ist Sonnenschild. Das da ist das gute Schild. Gut. But you may rest here too, if you like. Ja, das war, reichte noch wieder, ne?